Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemmeier, Paartherapeut, Psychotherapeut, diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, wie geht's euch heute Morgen? Ich werde das Video heute mal als Premiere einstellen. Das heißt, ihr könnt trotzdem euch schreiben im Live-Chat. Und es ist aber, vielleicht gucke ich auch mal rein dann, aber es ist jetzt vor aufgenommen. Genau, hoffe, es geht euch gut, ich hatte heute zum ersten Mal irgendwie das Gefühl, na, vielleicht ist diese ganze Geschichte, diese ganze Pandemie vielleicht doch schneller oder hatte irgendwie das Gefühl, vielleicht haben wir jetzt vielleicht doch bald einen Turning Point überschritten. Aber gut, ist nur so ein Gefühl. Und was man ja nie vergessen darf, man kann, wenn man bei der katholischen Kirche ist, einen Sündenablass bekommen mit Corona. Es ist immer, ich komme da nicht drüber weg. Das ist unglaublich, wirklich. Ja, also, wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht vielleicht doch jetzt schneller alles und vielleicht ist im Mai der Spuk schon vorbei, wer weiß. Ist so mein Gefühl auf jeden Fall gerade. Aber gut, ich bin ja nur kleiner Psychologe hier. Genau, heute mal ein schönes Thema, hat auch am Rande mit Corona zu tun. Eine paar Situationen wollte ich auch gerne mal mehr vorlesen. Wenn ihr da Themen habt, schickt die mir gerne. Muss nicht immer toxische Beziehungen sein. Ne? Auch so sind ja auch viele Situationen in relativ normalen Beziehungen, die spannend sind. Und ich fand das eine sehr spannende Mail. Wird so ein bisschen länger, glaube ich. Und genau, ich suche das mal gerade raus hier. So, und zwar ist das eine Nachricht. Also die Nachricht ist überschrieben. Gibt es noch Liebe zwischen Italien und Deutschland? Ja, ich hoffe auf jeden Fall ja, weil Italien ist ja eigentlich eins meiner Lieblingsländer, wenn nicht sogar das Lieblingsland. Genau. Und es erschien eine Nachricht von Prosnevska. Und es gibt scheinbar auch Russen in Italien und Deutschland. Spaß. Und sie schreibt: Hallo Christian, ich würde. Also, es geht um das Thema. Eine Langzeitbeziehung geht auseinander, Midlife-Crisis, Veränderungen, man zieht in ein anderes Land und so diese ganzen Geschichten. Ne. Ich würde mich dir gerne auf diesem Weg anvertrauen, da ich deine klare Art wahnsinnig beruhigend finde. Du schaffst es, durch deine Erklärung das Drama rauszunehmen und ich bin mir sicher, dass du mir helfen kannst, meine Situation objektiver zu bewerten. Mein Mann und ich sind seit einem Jahr in einer schwierigen Situation. Wir waren vor Jahren schon mal in Paartherapie, da wir sehr verschieden sind und es nie leicht war, unsere Erwartungen in Einklang zu bringen. So, also er ist Italiener, kreativ und emotional, hat sehr starke Meinungen, auch gerne mal politisch unkorrekt und hat Hobbys, die er laut gesellschaftlicher Norm schon vor über 20 Jahren hätte aufheben müssen. Sowas wie Mustang fahren etwa oder Snowboard fahren. Er ist unordentlich, kann auch mal launisch oder unhöflich sein und sein Motto ist: What you see is what you get. Gleichzeitig bringt er mir den Kaffee ans Bett, kocht und ist auch nach 17 Jahren noch ein leidenschaftlicher Liebhaber. Hört sich für mich ehrlich gesagt total cool an. Könnte in vielen Punkten auch ich sein. und ja, hört sich gut an. Ich bin zwar abenteuerlustig und leidenschaftlich, aber auch sehr ambitioniert, diszipliniert, ordentlich, höflich, lasse mir meine Schwächen nicht anmerken, will nach außen immer stark und perfekt erscheinen. Unsere Beziehung hatte für mich zwar immer etwas Herausforderndes, vielleicht sogar Anstrengendes, aber gerade dadurch, dass wir so unterschiedlich sind, immer sehr inspirierend und leidenschaftlich. Durch ihn habe ich Seiten ausgelebt, die ich mir selber nicht eingestehen wollte zu haben. Das hört sich spannend an, da schreibst du leider nicht mehr zu. Aber das absolut Wichtigste, er hat mir ständig gesagt, wie sehr er mich liebt und vergöttert. Er hat es vom ersten Tag an gewusst und es mir jeden Tag gesagt, trotz aller Unterschiede oder Streits.
Sind nun seit 17 Jahren zusammen, haben eine fantastische 16-jährige Tochter und ein wunderschönes Haus in Italien, wo wir nach einer anfänglichen Long-Distance-Familiensituation die letzten 15 Jahre ziemlich glücklich zusammengelebt haben. Ach, da geht einem noch das Herz auf. Also das ist definitiv keine toxische Beziehung. Vielleicht so ein bisschen überaktiviert, aber das ist manchmal gar nicht so schlecht. Und ja, alles gut bis hierhin. So. Bis die Krise kam, die Krise, von der ich nicht weiß, ob wir sie je überwinden können. Unsere Krise wurde dadurch ausgelöst, dass ich Anfang des Jahres aus beruflichen Gründen von Italien nach Deutschland gezogen bin. Es war eine tolle berufliche Gelegenheit und wir hatten es lange besprochen. Alle waren einverstanden, also wurde das Haus vermietet. Meine Tochter und ich sind nach Deutschland umgezogen und mein Mann ist, ja, hier fehlt leider so ein Halbsatz, ich weiß nicht genau, vielleicht in eine andere Wohnung gezogen, ich weiß es nicht. Mein Mann sollte eigentlich nach maximal 6 Monaten nachkommen, hat es aber nicht geschafft. Wäre jetzt auch interessant, warum nicht geschafft. Nun hat er sich verlassen gefühlt und ich mich im Stich gelassen. Wir haben monatelang nur gestritten, sogar beide das Ende der Beziehung erwogen. Ja, jetzt muss man sagen, also wenn man 17 Jahre so eine Sache gelebt hat und dann so eine krasse Veränderung macht, das ist immer, also man gibt manchmal so eine Paartherapie, also bei mir zumindest den Spruch, never change the running system. Weil in dem Moment, wo man so krasse Veränderungen macht, weiß man nicht, was kommt. Das heißt es aber nicht, dass man es nicht machen soll, weil das Leben geht immer weiter. Und wenn du dich ewig geärgert hättest, diesen Beruf zu machen, ist alles richtig. Ihr habt es entschieden, ihr habt es gemacht. Und jetzt kann dein Mann aber durchaus sagen, ich merke jetzt, es ist für mich doch nicht stimmig, nachzukommen. Und das ist viel besser als so unwillig hinterherzuziehen und dann dir das Leben zur Hölle zu machen in Deutschland. Also bis dahin. Ich bin ja oft so, dass ich auch ein bisschen, glaube ich, fast ein bisschen eher auf Seiten der Frau bin, häufig. Aber in dieser Mail muss ich sagen, ich kann vielen Punkten einen Mann sehr verstehen. So. Im September ist es dann von meiner Seite her zur totalen Umkehr gekommen. Ich wollte ihn nicht verlieren und die Familie retten. Er war freundlich, aber zurückhaltend, meinte, seine Familie ist ihm unglaublich wichtig, er könnte aber in Deutschland nicht glücklich werden und weiß außerdem nicht mehr 100%, ob er mich nach all dem noch liebt. Gut, da kommt sicherlich so ein bisschen Midlife-Crisis mit rein, aber, also, Gott, ich hatte ja auch mal italienische Freunde, ich fand es da ja auch super in Italien. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da nicht unbedingt, wenn man da so super verwurzelt ist, da Bock hat, nach Deutschland zu kommen. Wo man jetzt nicht mehr weiß, ob er dich nicht richtig liebt, weiß ich nicht. Manchmal kommt in der Distanz, sieht man Dinge ja auch anders. Aber es finde ich gut, dass er für sich einsteht und sagt, ja, es fühlt sich einfach nicht stimmig an gerade, ne? Er kann sich einfach nicht vorstellen, wie das Ganze nun als Beziehung, Familie laufen soll. Dazu kommt meiner Meinung nach eine Midlife-Crisis, die durch diese ganzen Veränderungen ausgelöst wurde. Das war im September, ich war so geschockt und gebrochen, dass ich jeden Tag geheult habe. Je mehr Schwäche ich gezeigt habe, desto mehr habe ich ihn weggestoßen. Das ist natürlich auch, also das passiert halt, das ist halt Trauma und du agierst jetzt auf den Schmerzkörper. Es wäre jetzt in der idealen Welt, also nicht, dass du es hättest machen können, aber jetzt nur in der Rückschau wäre es besser gewesen, einfach deinen Schmerz zu spüren. Das ist eigentlich das Video, was ich neulich gemacht habe, mit traumatisierender Kommunikation auflösen. Und ihn nicht wegzustoßen, sondern einfach für dich diesen Schmerz zu bearbeiten. Ne? Er ist weiterhin ungefähr jedes zweite Wochenende gekommen und hat mich auch getröstet, aber es fühlte sich mehr nach Mitleid als nach Liebe an. Ich habe dann ab November sehr an mir gearbeitet, Selbstliebe, Ablenkung, weniger Opfergetue. Tatsächlich hat das auch bei ihm was verändert. Im Januar sagte er mir dann ziemlich überraschend und ziemlich undramatisch, dass er nun nie wieder weiß, dass er mich liebt, dass er nicht ohne seine Familie leben will, aber dass er ab jetzt jedes Wochenende kommen wird, um bald ganz zu uns zu ziehen. Dann schreibst du mit Fragezeichen Future Faking. Nee, das sind Begriffe, die ziehen hier nicht bei so einer Beziehung, wo ihr 17 Jahre glücklich wart. Also, das würde ich solche Begriffe gar nicht anwenden. Was wollte ich sagen? Was ich natürlich jetzt nicht weiß, also manchmal ist es nicht bei Männern so, vielleicht hat er einen Flirt gehabt in Italien, ich weiß es nicht, hat dich vermisst. Keine Ahnung, irgendjemand geflirtet, muss ja auch gar nicht groß was passiert sein und vielleicht hat das auch, ich weiß es, da kennst du ihn besser, ob er sowas sagen würde, das weiß ich jetzt nicht. So war es dann auch und dann kam Coronavirus. An dem Morgen
An dem sie in Italien den Lockdown ausgesprochen haben, habe ich ihm gesagt, dass er zum Flughafen fahren muss und den nächsten Flug zu uns nehmen soll. Das war am 10. März. Seitdem ist er hier, bekocht uns täglich und ist relativ lieb und zufrieden. Er sagt aber auch, dass das jetzt eine Ausnahmesituation ist und er sich immer noch nicht vorstellen kann, in Deutschland zu leben, wenn diese Quarantäne nicht mehr bestehen sollte. Also ich finde es gut, dass er für sich einsteht, nach wie vor. Und er den ganzen Tag alleine zu Hause verbringen und auf uns warten müsste. Er war schon immer unfähig, Kompromisse einzugehen. Ja, jetzt aber mal ganz ehrlich, bei so Fragen wie, wohne ich in Deutschland, wohne ich in Italien, gehe ich arbeiten, bin ich den ganzen Tag zu Hause. Also es muss auch niemand einen Kompromiss eingehen. Also es ist ein gutes Recht zu sagen, es ist für mich nicht stimmig. Finde ich total in Ordnung. Und sagt auch klar, dass er es anstrengend findet, sich an unseren Alltag anzupassen. Ja, das ist vielleicht alles jetzt nicht schön, aber für mich wirkt er einfach bei sich und komplett ehrlich. Und was mehr kann man, was willst du da machen? Das ist jetzt doof, das ist schmerzvoll für euch, aber ja. An anderen Tagen sagt er dann wieder, dass er auf alle Fälle einen Weg finden will, um bei uns zu sein und dass wir das Wichtigste in seinem Leben sind. Ja, er ist halt ambivalent und auch das ist total in Ordnung. Am liebsten würde er die Zeit zurückdrehen zu dem Moment, als wir alle noch zusammen in Italien waren. Glaube ich ihm auch absolut. Und er würde dann nicht mehr den Umzug einwilligen oder zumindest ganz klar seine Bedenken äußern. Ja, alles nachvollziehbar. Oder zumindest eine Lösung finden, bei der er seine Heimat und seinen Job behalten kann und seine Familie auch nicht auch noch verliert. Also wenn du dich echt wohlfühlst in einem Land und mit deinem Job wohlfühlst, dann ist tatsächlich dieser Schritt, dann zu sagen, ich gebe meinen Job auf und ich gebe das Land auf. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich ihm das empfehlen würde, wenn ich so sein Kumpel wäre. Weil was bringt, macht das eure Beziehung besser, wenn er nicht für sich einsteht? Ich glaube nicht. Was mich an der Sache so verletzt und ärgert, ist erstens, dass wir als seine Familie nicht ganz klar seine Priorität sind. Ja, jetzt sage ich mal was ganz Hartes. Meiner Ansicht nach sollte die erste Priorität vom Mann immer seine Mission sein. Also das heißt jetzt nicht, dass er sich nicht um seine Familie kümmert und sie beschützt und auch eine total hohe Priorität ist, aber ich habe das immer wieder gesehen in Beziehungen, dass es irgendwie schief geht, wenn der Mann seine Mission verliert und sich nur noch um die Familie kreist, da sind nach meiner Erfahrung als Paartherapeut irgendwann alle total unzufrieden mit so. Auch die Frau. Dass er seine Liebe zu mir in Zweifel gezogen hat und sie dadurch in meinen Augen nicht mehr die heilige große Liebe ist, als die ich sie immer gesehen habe. Ja, aber muss es immer die heilige große Liebe sein? Kann er nach 17 Jahren nicht auch mal Zweifel haben? Kann er nicht auch mal überlegen, will ich das eigentlich so weitermachen? Nicht, dass das schön jetzt für dich ist, aber steht ihm das nicht auch zu, mal zu überlegen, wie geht es jetzt weiter? So. Drittens, dass er keine wirkliche Reue zeigt für den Schmerz, den er mir zugefügt hat und auch nicht versucht, es durch Liebesbekunden, romantische Dates oder andere große Gesten wieder gut zu machen. Ja, sorry, aber das ist jetzt dein Konzept und dein, wie du es gerne hättest. Aber er ist nicht auf der Welt, um es dir recht zu machen. Ne? Also erstmal finde ich das alles nachvollziehbar. Weil ich das sehe, an keinem Punkt belogen. Er hat Dinge falsch eingeschätzt, er hat seine Einschätzung revidiert. Ja, das hat dir sehr wehgetan, aber ich weiß jetzt, kann jetzt nicht sagen, dass er dir was getan hat, wirklich so. Ne? Außer, dass die Situation halt total bescheuert ist. Und man könnte jetzt genauso gut, er wird vielleicht sagen, sie hat mich so verletzt, dass sie überhaupt weggegangen ist und nicht wiederkommt oder ich weiß es nicht. Und wenn er das jetzt gerade nicht fühlt, das durch Liebesbekundung, romantische Dates oder große Gesten wieder gut zu machen, ja, dann kannst du natürlich wieder deine Schlüsse rausziehen, aber immerhin macht er meiner Ansicht nach kein Lovebombing, kein Future Faking, kein Gaslighting und um mal in dieser toxische Beziehungssprache zu benutzen, die aber hier gar nicht trifft, finde ich. Ja, und das ist jetzt so, wie es ist. Und da kann man nur gucken, wie es weitergeht, ne? Dass er immer noch nicht genau weiß, was er will oder zumindest nicht klar formulieren kann und auch keine klaren Commitments macht. Ja, aber das ist da, wo er gerade steht. Ist, wie es ist. Er ist einfach ehrlich. Also da kannst du doch nicht jetzt sagen, habe ich keinen Bock drauf. Aber ich finde, er macht das eigentlich. Also er steht zumindest zu sich, also für sich ein und lügt dich nicht an. Und mehr kann man eigentlich nicht zwingend erwarten, finde ich. Ne?
Ich wäre dir so dankbar für eine Einschätzung. Hat unsere Beziehung und eine Familie noch eine Chance? Also nach 17 guten Jahren hat eure Beziehung definitiv eine Chance und sollte man nicht vorschnell wegwerfen. Sollte ich eher geduldig oder fordernder sein? Also in dem Fall würde ich, weiß nicht, kennt ihr von mir anders, aber in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, geduldiger, ja. Weil das bringt, da bringt Druck überhaupt nichts. So, ne? Was können wir tun? Wie sollten wir miteinander sprechen? Ja, ihr solltet euch zuhören und keine Vorwürfe machen, ne? Und einfach, weil wenn wir sozusagen sowas wie, wenn du sowas haben willst für die heilige große Liebe, also was ja eine unbedingte Liebe wäre, dann solltest du ihn sozusagen so lieben, dass du ihm wünschst, dass er die richtigen Entscheidungen für sich trifft, selbst wenn das erstmal so gegen, scheinbar gegen dich ist. Das wäre eine echte Liebe jetzt, ne? Und solltest respektieren, dass er nicht so richtig weiß und er sollte respektieren, was er aber scheinbar ja tut, dass du es nicht weißt und dass du in Deutschland wohnen möchtest. Und auf der Ebene solltet ihr eine ganz offene und ehrliche Gespräch führen. Was bei solchen Sachen manchmal hilft, ist dieses, ist auch in meinem Buch ein bisschen beschrieben, da im Liebescode. Könnt ihr aber auch googeln, da, obwohl, das ist ein bisschen anders. Also es gibt da dieses innere Team, das ist so eine Übung von Schulz von Thun, wie man so schwierige Entscheidungen treffen kann. Ja, ich glaube, da gibt es so ein Video zu, weiß ich gerade nicht so genau. Aber kannst du auch mal googeln. Kann man so innere Anteile sich angucken. Aber das wäre ein gutes Thema für eine Paartherapiestunde. Nach wie vor wärt ihr eigentlich ein Top-Paar für eine Paartherapie, was man ja immer. Es ist ja gar nicht so richtig klar, wie sehr eure Beziehung jetzt gerade nicht gut ist, weil, also nach meiner Erfahrung, machen 50% der Schwierigkeiten von Paaren machen äußere Umstände aus, ne? Und ihr habt hier zwei Riesensachen. Ihr habt diese Coronavirus-Geschichte, also da habe ich jetzt schon mehrere Sachen gehört und ich schreibe mir auch gerne, dass dieses plötzlich miteinander eingeschlossen sein, aufeinander hocken, sozusagen nicht mehr so seine Nähe, Distanz. Sachen haben, die man sonst so gemacht hat, dass das eine sehr große Belastung sein kann für Paare und auch unter Umständen die Corona-Situation unterschiedlich einschätzen. Da mache ich aber nochmal ein extra Video zu. Ja, also das ist ja jetzt viel auch von außen so, ne? Und das solltet ihr anerkennen, dass da ganz viel von außen kommt und mal gucken, ist es jetzt wirklich unsere Beziehung, die nicht mehr funktioniert? Oder also kann nicht sein, dass er jetzt noch irgendwas zurückhält an Informationen, dann das so müsst ihr natürlich reinbringen. Naja. Ich würde mich selbst als klaren Pluspol sehen. Ja, ich weiß nicht, ob bei euch, was es ja auch zu einer nicht-toxischen Beziehung macht, Pluspol, Minuspol wirklich, kann ich hier nicht so klar erkennen und das ist eigentlich ein gutes Zeichen so. Allerdings ziehe ich mein Ding auch durch und denke nicht im Traum daran, meine Zelte hier jetzt schon abzubrechen und zurück zu ihm nach Italien zu gehen. Vor allem, das für mich beruflich und noch was auch wichtiger ist, für meine Tochter, die mit Schule und Freunden wunderbar passt. Ja, aber wieso darf er das nicht auch machen? Wieso darf dann er nicht sagen, ich bleibe aber lieber in Italien? Du nimmst dir das Recht doch auch raus. Also, da kann er doch genauso gut sagen, ich möchte lieber mit meinen Kumpels hier Pizza backen und Rotwein trinken in Italien. Das ist doch genauso gut sein gutes Recht. Aber ich denke auch, dass ich ihn trotz allem noch liebe, er ein interessanter und bereichernder Mensch ist. Ja, das glaube ich. Und dass eine 17 Jahre lang bestehende Beziehung und Familie etwas Wertvolles sind, für die es sich zu kämpfen lohnt. Ja, definitiv. Und da müsst ihr jetzt durch und müsst den Weg gehen, wo auch immer der hinführt jetzt. Das kann jetzt kein Mensch sagen. Aber natürlich macht es Sinn, an einer Beziehung zu arbeiten. Aber das Recht, was du dir nimmst, das solltest du ihm auch zugestehen. Würde mich so freuen, wenn du meine Geschichte in einem deiner Videos kommentieren könntest. Tausend Dank für deine Hilfe. Mille grazie. Ach, ich muss auch mal wieder nach Italien, ey. So, ich kann ja auch so ein bisschen Italienisch und ach, ich vermisse das gerade so richtig. Gut, okay, dann in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.